Hallo, ich bin Lubomir Ptačnik, Großmeister aus Slowakei und ich bin eigentlich der Autor vom Scheveningen DVD, die bei Chess erschienen ist. Ich hoffe, dass mindestens einige von Ihnen sind damit in diesem Werk vertraut. Es gibt sehr viele Ideen und Erklärungen dabei, aber damals hatten wir keine Möglichkeit, auch einen wichtigen Teil von dem Werk zu liefern. Und zwar die taktische Inhalt, das meinen die taktische Motive, die in Scheveningen Siciliane am häufigsten vorkommen und die dann der Kern von taktischen Bereitschaften in der Eröffnung repräsentieren oder bieten. Ich will diese Macke und diese Lücke mit diesem Werk stoppen und jetzt in dieser Einführung würde ich gerne ein paar Motive einfach darstellen, die sich dann auf DVD wiederholen. Erscheinen. Ein typisches Beispiel ist der Fall, wenn eine von Seiten einfach mit dem König im Zentrum steckt. Die Chancen sind, dass das mehr typisch Schwarzen geschieht. Weiß hat in Scheveningen und überhaupt in Siciliane mehr Freiheit und kann sich selber entscheiden, wo er seinen König rockiert, entweder auf Königsflügel oder nach Damenflügel, je nachdem. In diesem Fall steht König auf E7 und das ist recht gefährlich. Weiß spielt Läufer G5 und will natürlich Schaden für Schwarze einrichten. Der fühlt Anspannung, weil nicht nur F6 ist unter Beschuss genommen worden, aber auch H7 ist sehr schwach. Schwarz kann und muss praktisch sich hüten. Der beste Zug war Turm H8, aber das Schwarz hat nicht angesehen, alle Gefahren. Er hat stattdessen Turm G7 gezogen. Das hat Weißem ermöglicht, dass er jetzt mit einer großen Kombination kommt. Nach FG6 plötzlich erscheint eine große Krise auf dem Brett. Schwarz musste mit dem Bauer zurücknehmen und zwar deswegen, weil er auf G5 nimmt. Dann hat Weiß eine schlaue Möglichkeit, Dame H6 zu spielen und es gibt überhaupt keinen Zug, der jetzt die Lage retten könnte. Zum Beispiel nach Turm G6 folgt Dame H7, König F6 und man kann entweder Läufer G4 oder sogar Turm D6 einsetzen mit sofortigem Matt. Deswegen nach Dame H6 musste Schwarz vielleicht etwas wie König F8 überlegen, aber dann folgt einfach G nimmt H7 und offensichtlich ist die Sache absolut verloren für Schwarz. Deswegen nach F6 nimmt G6, nimmt G6. Entsteht eine Stellung, wo Weiß am liebsten über F6 durchdreht, aber dafür braucht er noch ein bisschen Unterstützung. Weiß spielt Läufer G4 und plötzlich sehen wir, dass die Lage ganz, ganz kritisch ist für den Verteidiger. Wenn er jetzt auf G5 rausnimmt, dann folgen Dame G5, König E8 und Turm D6. Man muss nicht sofort gewinnen, aber jetzt droht einfach Turm E6 und G6 ist auch schwach, also es gibt überhaupt keinen Zug, womit Schwarz noch Widerstand leisten könnte. Er musste hier einfach aufgeben. Nach Läufer G4 hat Schwarz gespielt, Läufer Turm F7, aber nach Läufer D7, König D7, spielte Weiß Turm F6, Turm F6, Läufer F6 und jetzt ist auch E5 noch gefährdet, unter Beschuss genommen. Und zusätzlich, es gibt Probleme mit Dame H7, also dagegen kann Schwarz nicht viel antun, deswegen Turm F8.
Läufer F5 und jetzt mit Läufer F4 hat nur Schwarz versucht, noch Gegenspiel auf der langen Diagonale zu bekommen. Nach Läufer D6, Läufer G2, König G1 sehen wir, wegen Abzug von dem Läufer ist es nicht mehr möglich, aktiv für Schwarz zu spielen. Er hat Dame F3 noch versucht, mit dem Beschuss von Turm auf D1, aber nach Dame E7, man sieht, Schwarz wird einen nächsten Zug matt gesetzt. Das Ganze ist ziemlich typisch und die Gefahren von König, der hat im Zentrum geblieben, sind gut bekannt. Trotzdem passiert das immer wieder und auch bei besten Spielen sehen wir viele Beispiele, wo schwarzer König bestraft wird für seine schlappe Weise, wenn er nicht rechtzeitig irgendwo weggeht vom Zentrum. Das bietet den Angreifer zusätzliche Möglichkeiten, die werden oft und mit großem Vergnügen benutzt.